Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Ja, ich muss sagen, das sind schon wieder gefühlte Jahre vergangen, seit ich dieses Spiel angefasst habe. Nicht zuletzt ist Lightning Returns daran schuld, aber ne, es ist halt Lightning. Soviel ich weiß, sollten wir irgendeine Aufgabe erledigen, während wir mit dem Schiff übersegeln, und zur Belohnung würden wir das Schiff dann auch bekommen, und das wollen wir dann auch glatt mal tun. Keine Zeit verschwenden! Jetzt müssen wir die Frau nur finden. Hi. Bist du bereit? Ich denke mal schon. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe noch weniger Ahnung davon, wie das Kampfsystem war. Aber, oh, hübsches Bötchen. Dies ist die Viertier. Sie gehört euch, sobald ihr sie nach Nordpolika gebracht habt. Okay. Und dies ist Tokunaga vom Möwengesang. Eine der dem Markt in Fortuna angegliederte Seegilde. Er macht einen auf Captain, kurz gefasst. Ich bin Tokunaga. Freut mich, euch kennenzulernen. Wir sind nicht in Eile, aber dies sind wichtige Verhandlungen. Daher danken wir euch für eure Hilfe. Woraus besteht die Ladung? Das ist vertraulich. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen, oder? Keine Angst, alles ist sicher. Also los, auf nach Nordopolika. Steuert vom Hafen von Turim direkt südwestlich, dann seht ihr den Kontinent Dizier. Nordopolika, das ist ein Wort, das ich nicht aussprechen kann, ganz schlimm, liegt an der östlichen Spitze. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich das Steuer der Fjerta übernehme. Man kann das Schiff nur an einem Dock in einem Hafen oder am Strand verlassen. Wo Klippen sind, kann man nicht an Land gehen. Steine kann ein Schiff natürlich nicht überqueren, aber auch keine Untiefen um Inseln herum. Man kann einen Fluss durchfahren, wenn er tief genug ist. Brücken kann man jedoch nicht unterqueren. Wir wollen doch nicht unseren Mast verlieren. Es gibt andere Stellen, an denen man an Bord gehen kann. Auf anderen Kontinenten kann es Monster geben, die im Moment noch zu stark für euch sind. Okay, steuern. Mit dem linken Bumper bewegen, mit rechts die Kamera drehen, gedrückt halten, nach Norden ausrichten, Aktionen ausführen, eintreten, aussteigen, landen. Okay, Navigationskarte umschalten, Hauptmenü aufrufen, Kamera im Uhrzeigersinn drehen. Kamera gegen den Uhrzeigersinn drehen, vorwärts, zurück, Pause und Plauderei beginnen. Das war alles. Muss ich jetzt wirklich selber fahren? Ich dachte, die erste Fahrt macht jemand anders. Also ich kann nichts machen. We just started out and we're already working with one of the five master guilds. This is good. Yeah. You're one step closer to making your dream a reality, Carol. Aren't you happy? You talking to the kid? He's over there mumbling about something. Merman. The first thing had to be Merman. Brave Vesperia has some bad luck. What's the president of Fortune's Market gonna think of us if we fail? This is bad. This is so bad. I don't think he's very happy. He's just being careful, that's all. That's not being careful. That's running and hiding. Hui, wir sind aber schnell. Hui. Okay, so können wir die Kamera drehen. Aber mit dem Bumper auch. Oh, wow. Das war ja weit jetzt, ne? Es wäre schön, nicht auf die Meermänner zu treffen, nicht wahr? Das bleibt wohl Wunschdenken. Du bist ganz schön pessimistisch für dein alter Mädel. Ich bin nur Realistin.
Danke für eure Hilfe. Sieht so aus, als würden wir pünktlich ankommen. Ja, die Klaue des Leviathan hätte uns im Griff, wenn wir keine Eskorte gefunden hätte. Klaue des Leviathan, diesen Namen höre ich in letzter Zeit oft. Ja, diese Gilde hat sich auf das Verkaufen von Hoplonblaster spezialisiert. Oh, das erklärt die Lage in Heliod. In letzter Zeit versuchen sie uns, unsere Kunden zu klauen. Wenn wir nicht über das Meer gekommen wären, hätten sie uns einen wichtigen Kunden abgeworben. Ich verstehe aber immer noch nicht, woher diese Schleimer ihr Produkt bekommen. Ich meine, Hoplonblaster ist nicht gerade einfach zu besorgen. Könnte nicht das Reich dahinter stecken? Nein, unmöglich. Es sind Magier, die Blaster-Verteilung kontrollieren. Ah, wie pünktlich. Vorsicht, Leute. Sollen das mehr Männer sein? Ooh, they look scary. So, damit ich euch glücklich mache, benutzen wir jetzt ein magisches Auge. Nee, das ist ein Präderfisch. So, das war Block, das ist schon richtig. Okay, das ist natürlich alles ziemlich böse, was sie hier machen. Alter, ey, wie die hier alle auf mich gehen, ne? Delays, ready to go. Just let him do it. Waffe des Meermanns, Zahn des Meermanns. Toll. Ihr werdet eurem Ruf gerecht. Es war echt gut, euch mitzunehmen. Mann, die heldenmutige Vesperia verschont nicht mal einen alten Mann vor der Knochenarbeit. Selbst wenn ich nach Apatia suche und alles Mögliche mache. Apatia? Hast du danach nicht bereits im Hafen von Nor gesucht? Genau. Das ist nur ein Märchen. Ich habe daran geforscht und stellte fest, dass es nicht mal theoretisch eine Chance gibt, dass sie existieren. Ich weiß, dass die Menschen sie für Märchen halten. Warum suchst du dann danach? Naja, der Don hat es mir befohlen. Aber dann müssen wir uns über eine wichtige Angelegenheit unterhalten. Ich überlasse dir das Steuer, Tokunaga. Oh, Frau Präsidentin, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen die Navigation für eine Weile überlassen würde? Kein Problem, wir sind viel schneller als gedacht. Wir könnten vielleicht sogar ein oder zwei Abstecher machen. Mit einem Schiff könnten wir praktisch überall hin. Estelle, ich weiß, dass du nach Fairo suchst, aber denkst du nicht, dass wir im Moment Wichtigeres zu tun haben? Meinst du? Ich mach, was ich will. Macht ihr um mich keine Sorgen. Wir haben unsere Gilde gerade erst gegründet. Wir sollten auf Nummer sicher gehen, oder, Carol? Ja. Also gut, ich überlasse euch jetzt das Steuer. Das ist ja toll. Das heißt, hier könnten wir an Land gehen, oder? Uiuiuiui. Ich will nämlich das Ding da haben. Hm.
we go. Dann wollen wir mal hoffen, dass der nicht so stark ist. Yes, take a nice long nap. Dass der nicht so stark ist. Okay. That last battle was sure fast. I wish all battles were that easy. Easy? I don't know. I didn't feel much of anything. I wanted a little more action, you know? Oh, you're a fan of getting beaten to a pulp while struggling to beat some crazed giant monster? Don't put it like that, old man. It's not struggling. It's fun. So much fun. The best part about a battle is its raw challenge. It's raw challenge, huh? I kind of like the way that sounds. Sorry, but I'd prefer to avoid the hard-fought battles. They're rough on these old bones. But that makes it even more fun. How's that? That's for you to find out, old man. Die sind auf jeden Fall sehr witzig. Gut. This looks easy. Let's just get it over with. Azure Wolf! Warum waren das jetzt gerade so schnell? Egal. So, Schiff, ich will wieder. So. Da an die Strandbank möchte ich nicht. Müssen wir denn geradeaus? The fog's gotten awfully thick. Yeah, it's creeping me out. Fog like this is usually a sign something bad's about to happen. Knock it off! Talk like that long enough and something bad will happen. Hey, front! I mean bow! We're going to hit them. What is that? That's an old ship. I've never seen that type before. I think it says the Atherum. Das Geisterschiff Atherum. Ich krieg die Krise. Naja, solange uns jetzt nicht Davy Jones entgegenkommt. Oder irgendwas anders. That's weird. There's no sign of people. It's like it's calling to us. No way. Come on, get the fear tube going. The Ceres blast is not responding. What do you mean? What the hell is wrong with it? You think this thing's the problem? Ooh, maybe it's a cursed ghost ship. You don't really think so, do you? Why don't we go take a look? It'll be fun. I love this sort of thing. What? Well, we don't know what's wrong with the Blastia. We gotta go take a look. Are you planning on just leaving the Fiertia like this? All right, why don't four of us go investigate while the rest stay here and keep watch? That should be fine. Okay. So repeat and I'll go. And who's the third person? I'm not going. No way. Yuri, why don't you decide? Gotcha. Ich? Ja. Ich gebe mein Bestes. Nehmen wir jetzt den Raven mit, oder? Wir speichern mal kurz. Also sie muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wegen der Heilung. Nehme ich jetzt Raven. Oder Judith mit. Ich glaube sie.
Oh, wie aufregend. Du willst den großartigen Raven dabei haben? Gut, klasse, ich bin damit einverstanden. Ja, ist okay so. Ganz kurz wegen Ausrüstung gucken. Ist der hier up to date? Ja, so wie es aussieht schon. Oh! Für Abenteurer. Diebesumhang. Ich nehme mal den. Gut. Noch einmal speichern.